So, was hat er denn zu sagen? Hier brennt die Luft. Denn hier zeigen wir Goronen, wer schneitert diese Klippe hochklettern kann. Und wenn du mitmachen willst, sprich mit meinem großen Bruder oben. Da haben wir sogar einen Tempel. Und beugen und strecken. Geht doch nichts über steinharte Muckis. Denn das hier ist der Goronengarten für die Harten und solche, die es werden wollen. Hier trennen sich Kiesel von den Felsen. Ich bewege keinen Muskel. Auf dieser Plattform ist nur Platz für ganze Kerle, die von meinen Brüdern und mir würdig befunden wurden. Außerdem macht mein kleiner Bruder gerade seine Übungen. Zugegeben, du scheinst nicht ohne zu sein. Aber ohne Fleiß kein Preis. Ich sag dir was, wenn du mit uns mithalten kannst, gebe ich dir aus dem Weg. Das wollte ich hören. Wir machen dir eine Muckimaschine. Ich erkläre dir mal, wie es funktioniert. Ist eigentlich ganz einfach. Du musst innerhalb des Zeitlimits vom Fuß der Klippe bis nach oben klettern. Aber das allein wäre ja lächerlich. Du musst außerdem noch Rubine sammeln. Schaffst du es, im Zeitlimit hinaufzuklettern und bestimmte Anzahl Rubine zu sammeln, hast du bestanden. Aber wenn die Zeit ausgeht oder du auf halbem Wege aufgibst, musst du alles zurückgeben. Okay. Ja, okay, von mir aus. Wo müssen wir denn hoch? Ich hoffe, wir schaffen das. Bin mir nicht sicher. Ja, das war nicht so klug. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen. So, hier sind, glaube ich, mehr. Das Stück wird echt schwer. Ich hoffe, dass wir bis zu den Balken kommen. Okay, das werden wir niemals schaffen. Okay, die Zeit ist vorbei. Das kriege ich niemals hin. Ja.
bin ich mal annähernd hochgekommen. Gar nicht erst probieren. Was war das jetzt? Warum ist mein Segel? Ach, ich frag lieber nicht. Ich will jetzt eigentlich bloß den Tempel machen. Haben wir noch genug Rubine? Ich bin mir nicht sicher. Ach, ich probier's einfach. Ja, ja, komm. Wir versuchen es einfach nochmal. Was haben wir schon zu verlieren? Wir schaffen es bis zur Plattform. So, wichtig ist erstmal, dass wir die Plattform da oben kriegen. Theoretisch müssen wir jetzt eigentlich bloß noch nach oben kommen. Und das sind 22 Sekunden. Das könnte ganz knapp werden. Ha!
So, jetzt können wir endlich in den Schrein rein. Das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen will. Dann schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Nichts. Die Prüfung haben wir ja draußen schon abgelegt. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben das Zeichen der Bewährung. Was wollen wir denn mehr? Okay, was ist das da oben? Ich glaube, ich will es nicht wissen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir jetzt von hier... Ah, wahrscheinlich können wir da nicht hinfliegen. So, auf geht's, Pferdchen. So, wir haben eigentlich genügend Pfeile. Wir könnten mal zum Wasserdämon gehen. Ich weiß bloß noch nicht wofür. Ist hier noch irgendwas Interessantes oder? Drüben können wir uns den Weg aufsprengen. Ja, mal gucken, was dahinter ist. Wenn wir eh schon da sind. Das ist ein Krog. So, immer weiter den Berg hinauf. So ein komisches Chamäleon. Das mich aber eigentlich relativ wenig interessiert. Denn ich will zum Vulkan. So, hier müsste ich doch eigentlich stehen können, oder? Jawohl.
Okay, das scheint mir nach einem Weg auszusehen. Keine Ahnung, was das Ding macht. Explodieren die? Ach, egal. Okay, wir brennen. Es ist keine kluge Idee, darauf zu gehen. So viel kann ich jetzt schon sagen. Und ich habe auch keine Ahnung, wo wir jetzt rauskommen. Und unser Pferd ist wahrscheinlich sowieso weg. Na, wobei, hier waren wir ja noch. Na komm schon, umdrehen. Sehr schön. Noch gucken, was da hinten im Totenkopf drin ist. Aber wahrscheinlich sind da bloß Gegner drin. Bleib mal hier, Pferdchen. Ich geh mal gucken. Viel Spannendes kann auf jeden Fall nicht da sein. Ja, sag ich ja, Gegner. Okay, die sind eindeutig ein wenig zu schwer für uns. Das heißt zu schwer eigentlich nicht, aber mit einer Lanze wäre das viel einfacher. Die habe ich aber leider nicht. So, wenn wir den jetzt überraschen.